Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Es ist wieder Mittwoch. Wuhu. Ja, wir starten direkt auch mal in den Tag. Und gucken mal, was kann man machen. Können wir mal die Rätsel gucken, ob wir die noch bekommen. Ja, meine mysteriöse Eins ist immer noch verschwunden. Kaum zu glauben, sie ist nicht wieder aufgetaucht. Ja, keine Ahnung. Das war das Mysteriöseste, was ich in diesem Spiel wahrscheinlich je erlebt habe bis jetzt. So, mal kurz alles wegräumen, ein bisschen Platz schaffen. Zack. Ja, jetzt habe ich Wurzeln genommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo ich nur hinzufügen will, ja, wie rüstet er ihn auch aus? So. Nehmen wir die Kiste auch von hier aus direkt, danke. Dann haben wir es, ja? Gut, dann gehen wir ins nächste. Ich will mich gucken. Goldenen Donut finden, Energieverbrauch, 3 Ligakämpfe starten und bestreiten. Ich habe es auf Stufe 496 geschafft und habe auch schon wieder ein ganz gutes Stück davon erreicht. Finde ich wahnsinnig gut. So, irgendein Teil genau da. Die Waffe hat zu wenig Kraft. Ja, endlich! Endlich! Der hat über 1000. Oh, huu. Okay, was hast du noch? Ja, gut, kann so bleiben. Kann erstmal so bleiben. Erst einmal. So. Okay, da habe ich den gestern erst neu geladen. Oh, wir müssen ein paar Punkte machen. Wir müssen ein paar Punkte machen. Ich rutsche jetzt sonst noch runter ins andere. Mensch. Punkte machen. Punkte. So. Schon viel besser. Apropos Ligakämpfe. Zack. Fertig. Gut, dann geht's jetzt an die Duelle. Ich sehe gerade, wir haben da XP und dort auch. Schön, sehr schön. Versuchen wir auch zu holen. So. Einmal den noch. Zack. Ja, ich wurde ein klein wenig wieder mit den Punkten, also mit der Ehre auch runtergehauen. Ich habe die letzten beiden Tage nicht ganz so krass spielen können, aber ich habe nebenbei gespielt. Weil ich am Rechner viel gesessen habe und New World gesuchtet habe. Sobald man wenigstens auf den Server kommt. Oh Mann, aber diese Woche ist es schon entspannter. Allerdings haben sie eben halt auch angefangen von ja fast allen deutschen Servern. Zumindest deutsch-englischen Servern sind das ja. Die Charaktererstellung zu sperren und dann kannst du halt keine Charakter mehr dort erstellen, wo deine Freunde sozusagen zocken. Du bist gezwungen, erstmal einen der Server zu nehmen, wo es noch gestattet ist, dass du spielen darfst. Es soll aber einen Charaktertransfer geben irgendwann. Ich hoffe nur, wenn der Hype vorbei ist, dass noch alles vernünftig spielbar ist. Okay, nehmen wir das. Ja, so, machen wir das, das. Jetzt müssen wir noch Workout, wir müssen ein bisschen Sport machen. Puh. Da, 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 da. Was noch? Wir haben... Irgendwas wollte ich erzählen. Irgendwas wollte ich vorhin noch erzählen. Also nicht von New World oder so, sondern von New Zero. Wir haben ja dieses Event, aber das habe ich halt nicht wirklich beachtet bis jetzt. Weil das Mengen sind, die könnte man schaffen, ist gar kein Thema, aber was ist das überhaupt? Ein Gadget. Gadget 300 sowieso. Gadget, Gadget, Gadget. 306. Ist also schlechter, das heißt, es kommt hier hin. So. Das haben wir, das haben wir.
Das haben wir auch. Und jetzt hier. So. Aufgrund dessen, dass es zurzeit die Aufgabe ist, bei der HeroCon Ruhmpunkte zu sammeln, habe ich das Vergnügen, dass mich anscheinend sehr viele angreifen und ich meine Verteidigungsspots ein nach dem anderen verliere. Also immer eine ganze Ladung verliere. Ist aber nicht schlimm. Harter Kampf. Lockerer Kampf. Zack. Nicht die XP auch heute. Aber nicht in diesem Rutsch. Nicht in diesem Rutsch. Und das sind noch 6, fast 7 Tage noch im Umbau. Wir können aber mal gucken, was wir noch verbessern können. Reduziert die Kosten um 40%. Ja, so teuer ist es eigentlich gar nicht. Nein. Okay, gehen wir erstmal das holen. Individuelle, ich brauche eine Mission, das klingt gut. Das brauche ich nicht. Ziemlich teuer machen wir aber. So, dann gucken wir mal. Ja, das können wir machen. Also ich baue jetzt aus und zwar das, die Sportsbar. Die gibt uns nämlich Erfahrungsbelohnung mehr in Missionen und ne? Das lohnt sich dann auch, wenn man Missionen macht. Wenn man Missionen macht. Okay, das nicht. Dann nochmal hierher. Die Mission ist schon wieder abgeschlossen. So, das haben wir. So. Schon wurde ich wieder angegriffen. Da hat man nicht mal 5 Minuten vor Schnaufpause hier. Guckt euch das an. Man wird einfach ständig angegriffen. Das ist ja so gemein. So, dann haben wir das. Okay. So. Drei haben sich nicht gemeldet. Batman ist länger schon inaktiv. Ist aber nicht schlimm, der bleibt dran. Kann so lange wegbleiben, wie er will. Hat genauso wie viele Freifahrtschein. Dem passiert nichts. So, dann haben wir das alles, ja? Gut. Dann gucken wir mal kurz mal bei den HeroCon. Ja, wie gesagt, hier die Ruhmpunkte haben wir zurzeit. Und die nächste HeroCon ist der beste Freund des Helden. Mit anderen Worten, jede Begleiterstufe, die man aufsteigen lässt, also man nimmt am besten immer so ein Level 1er. Ja, man hat meistens tatsächlich für die HeroCon sehr, sehr viele davon. Wenn man sie ansammeln schon konnte. Und stuft sie zu einer bestimmten Höhe an. Das mache ich zumindest so. Maximal immer zur 11. Meistens aber breche ich da schon bei 8 ab, wenn ich merke, oh, das wird schon richtig schleppend. Und dann nehme ich den nächsten. Deswegen habe ich so viele Angefangene hier. Aber wirklich viele. Das sind wirklich krass viele. Ja, ich wechsle den auch schon mal. Damit ich das nicht verpasse. Und wenn ich das, dann kann ich den schon mal ein bisschen hochstufen noch vorher. Waffe 785. Waffe? Ne. Die sind mir zu schlecht. Die will ich gar nicht ausrüsten. Will ich nie. Und ich muss dringend mal dafür sorgen, dass ich hier wieder mehr Zeugs kriege. Also. Das ist ja schlimm. Ich habe ja hier kaum Sachen. Was haben wir zurzeit hier? Belohnung, Motivationseinheiten. Ja, nee, nicht wirklich.
So, wir haben aber alles schon durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wir haben alles gemacht. Ich muss nur auch irgendwann mal auch schaffen, hier mal alles durchzugucken, weil ich habe echt viel. Ui, echt viel Zeugs habe ich hier. Ich weiß gar nicht, was für Belohnungen man alles hier bekommt. Aber ich habe überwiegend Motivationseinheiten und Energie. Scotty. Mr. Paris. Energie. Oh mein Gott. Kopf ist so much. Ah. Ich muss. Glaub, könnte ja eigentlich mal wieder was gucken, ne? So viele Sachen. Ach, es gibt so gute Seelen. Okay, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Es tut mir leid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag. Ich wünsche euch noch eine Restwoche und passt auf euch auf. Denkt dran, auch wenn man geimpft ist, sollte man Rücksicht auf andere nehmen, weil die kann man immer noch anstecken, aber man selber wird ja nicht mehr krank. Ich merke nämlich bei manchen, die denken gar nicht dran, ah, ich bin jetzt geimpft, ich kann jetzt alles machen. Ich, ne? Ihr seid immer noch für die anderen mitverantwortlich, dass die sich nicht bei dir anstecken, obwohl du ja selber nicht merkst mehr, ob du wirklich was hast oder nicht. So, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, tschüss!